entführen. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßen, den Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von morgen her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden in Bewegungsbefehl. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um die 10. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Mein Führer? Ich habe heute den Falkenhalsgesetz gegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Das ist schon besser. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Kraft kommt, werden die kämpfen bis zum letzten Mann. Es sind über 3000 Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen.